Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger und dem Stereo Trader. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Lab. Wir schauen uns den Risikohinweis an, denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt. Bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig. Ja. Gut, dann lieber Dirk, übertrage ich sehr gerne den Bildschirm, wünsche viel Erfolg, aber auch viel Spaß. So, schauen wir mal, ob das alles hier funktioniert. Auf Anhieb. Und so, sollte ja da sein, ne? Sehr gut, ja. Ja, gut. Dann sage ich an der Stelle auch mal in alter neuer Frische, die heute nur so halb vorhanden ist. Einen wunderschönen guten Morgen hier zum Live-Trading-Webinar mit FX Flat zur Börseneröffnung. Ich brauche heute viel Kaffee. Ich habe dem Nelson ja gestern schon angedroht, warum das so sein würde. Das ist auch so. Ich bin vorhin aufgestanden, habe gedacht, ach du Schande, jetzt muss ich das heute wirklich machen. Und aber Wir das wollen kriegen wir jetzt die schon. Auflösung haben, ne? Was ist denn Was? jetzt gestern? Wir wollen jetzt die Auflösung haben. Was ist denn jetzt gestern Abend passiert? Ach nee, das war einfach nur irgendwie, wir haben uns irgendwie am Wochenende dazu entschlossen, gestern mal diverse Weine auszuprobieren, ne? So mit ein paar Leuten. Und das ist halt unter der Woche nicht immer unbedingt eine gute Idee. So, und das kann auch mal ein bisschen daneben gehen. Ich weiß nicht, ob man gesehen hat, wann ich gestern dem Blog auch noch geschrieben habe. Gut, der war jetzt auch nicht so schwer in der Range, die wir jetzt hier haben. Aber nichtsdestotrotz, ne, so, aber was willst du auch machen? Wenn es so warm ist, muss ja halt auch, das sagt man ja auch, man soll ja auch viel trinken, wenn es warm ist, ist ja auch gesund. Und daran versuche ich mich natürlich so gut es geht zu halten. Und das ist mir auch gelungen dann halt gestern. Nein, nein, also alles halb so schlimm. Und ein, zwei Kaffee werden das schon wieder richten. Und ich bin halt nur mal gespannt hier auf den Markt, wie wir ihn momentan halt haben. Ne? Das ist halt echt natürlich. Ich habe ja auch im Blog noch geschrieben, das ist für mich eigentlich die ganze Geschichte nach wie vor halt unverändert long. Und zwar halt so lange, bis halt bestimmter Trigger gezogen ist. Und das wäre halt jetzt zum Beispiel im DAX hat die 12.862. Da bräuchte ich halt einen Schlusskurs drunter. Und wie man jetzt vielleicht gerade im Hintergrund sieht oder auf dem eigenen Chart eben, ist es halt so, dass sich da gerade irgendwie einmal kurz hin aufgemacht hat und dort halt auch wieder abprallt. Also das ist so, das bereitet mir eigentlich so ein bisschen mehr Kopfzerbrechen gerade, weil, und ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, weil jeder, der halt irgendwie die letzten Tage dann am Markt halt dabei war, der wird ja halt auch irgendwo festgestellt haben, dass da halt überhaupt nichts vorwärts geht und man alles traden kann, nur keine Ausbrüche in keine Richtung. Weil halt einfach, ich mache mal hier gerade die Fragen nebenbei noch auf, weil halt einfach in keine Richtung sich irgendwas halt ja, auflöst. Ne? Und da fehlt halt einfach das Volumen so ein bisschen dazu. Man kann das eigentlich schon relativ gut handeln. Das ist mir gestern oder überhaupt die letzten Tage eigentlich im DAX ganz gut gelungen. Nur der Dow irgendwie gestern, der hat es dann halt irgendwie halt ja, so ein bisschen wieder versaut und hat dann auch dazu beigetragen, dass der DAX halt eben auch überhaupt nicht aus dem Quark gekommen ist. Und mal gucken, wir haben jetzt heute Dienstag, also man sagt so schön irgendwie Turnaround Tuesday, ob das so sein wird, keine Ahnung. Wir werden dann einfach gucken müssen, wo wir halt eine Reaktion kriegen, beziehungsweise was halt überhaupt. Ja, so an, ich sag mal halt generell Volumen in den Markt reinkommt, aber man wird es ja einfach sehen halt daran, ob sich jetzt eine Bewegung halt in irgendeine Richtung halt fortsetzt oder eben nicht. Und das ist halt so, dass, ja, das könnte natürlich so ein bisschen das Problem werden in der ganzen Geschichte, wenn halt sich einfach wirklich nichts tut, ja. Und ich werde ja halt auch mal versuchen, komplett nach Trigger jetzt auch zu handeln. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich einen Stundenschluss beziehungsweise die Eröffnung unter 8,62 kriegen, dann würde ich halt mal versuchen, das auch direkt nach Legende dann zu handeln. Das heißt, also dann halt eben auch Short. Ne? Egal, was dann jetzt im Block drin steht, beziehungsweise ist ja nicht egal, sondern ich habe ja geschrieben, das ist halt der Trigger, den ich halt brauche. Ich bin aber nach wie vor generell eigentlich eher der Meinung, das Ding muss noch hoch. Und das passt so irgendwie alles noch nicht so wirklich zusammen. Aber ich gehe jetzt mal rüber aufs Bild und
Ich lese mal gerade hier noch die Der Timo Kommentare hat durch. geschrieben, was ich gedacht habe. Müssen ein paar Flaschen leer getrunken werden. Ja, genau, guck mal hier, warte, wenn ich das so richtig noch zurechthalte und dann könnte hier tatsächlich Ein mein Name. heftiger Abend, dass man sein T-Shirt mit dem Namen anziehen muss. Ja, sehr gut. Ja, damit es uns erkennt mich ja keiner. Von daher, ja, passt das doch. Du wolltest nicht viel trinken, das stimmt nicht. Sowas würde ich nie sagen. Das schreibt der Lutz. Niemals wirst du von mir sowas hören. Ich meine, vielleicht sage ich dann mal ganz kurz, aber ich glaube nicht, dass ich es das gesagt habe. Und wenn, dann habe ich es garantiert nicht ernst gemeint. Dafür ist das Leben zu kurz, um zu wenig Spaß zu haben. So, gut, ich switch mal rüber auf den Hauptschirm. Und dann gucken wir mal, was da passiert. So, bis jetzt hält mein Stuhl ja auch durch. Das ist natürlich sehr gut erstmal. Es kann aber, ist auch nur eine Frage der Zeit, bis der halt wieder kippt. Oh, jetzt habe ich nur ganz vergessen, sehe ich gerade das Live-Chart freizugeben. Also das Add-on, ne, mit dem man halt die Linien sehen kann. Das würde ich jetzt gerade mal aber noch kurz machen. Habe ich jetzt nur nicht vorbereitet. Da muss ich ganz kurz hier auf Pause drücken nochmal. Das geht aber eigentlich ganz schnell. Weil eigentlich müsste das hier auf sein. Ja, ist es auch. So, ich gebe das nochmal eben frei, sodass halt jeder, der das Add-on drin hat, mit oder ohne Lizenz, kann das entsprechend dann jetzt auch nutzen und sollte die Linien alle haben. So, ich muss einmal Ja, hier vielleicht notieren. kannst du mal ganz kurz sagen, ist gestern wohl ein bisschen untergegangen, oder haben nicht alle mitbekommen. Wo kann man eine Erklärung zu den Linien finden? Ach so, ja, da müsste ich jetzt aber hier ein bisschen zu lange gerade nochmal klicken. Aber generell, also unten wird ja eingeblendet, ne, wo der Blog zu finden ist. Und dort ist halt auch eine Legende dabei. Also einfach auf dirkhilger.de, das huscht da unten gerade durch. Und dort gibt es einen Punkt, der heißt freiwillige, nee Quatsch, einfach im Trade-Block auf der rechten Seite. Dort ist so eine, es sind so diverse Links und einer davon ist Legende, die Handelslegende. Und dort ist das alles beschrieben. Wobei man natürlich auch mal sagen muss, ne, das ist natürlich alles, ich will jetzt nicht sagen, nicht in Stein gemeißelt. Für mich natürlich, oder für den Ansatz ist es natürlich schon in Stein gemeißelt, aber natürlich für den Markt nicht. Da muss man natürlich teilweise, der Thorsten, guck mal hier, kaum ist er auch mal wieder dabei, kann man direkt wieder frech halten. Da sind natürlich auch, jetzt bringt er mich hier aus dem Konzept, was wollte ich jetzt sagen? Man muss teilweise schnell sein, ne? Also auch wenn jetzt wie hier zum Beispiel, ich mache das mal eben groß, wenn jetzt wie hier zum Beispiel die 862 in grün ist, dann heißt das natürlich schon, okay, die wird erstmal halten, aber bedeutet, also tendenziell würde ich das mal so sagen, eine grüne als Beispiel sollte halten. So, aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. Und es kann natürlich auch passieren, dass der Markt dann halt trotzdem durchgeht. Dann aber ist es so, dass halt, wenn jetzt zum Beispiel die 862, ja, jetzt mal angenommen, wir schließen in den nächsten 5 Minuten hier unten irgendwo. So, und dann würde ich halt immer davon ausgehen, dass wir einen Rücklauf kriegen an die 862 und fallen dann halt runter. Und da muss man halt, wie gesagt, manchmal ein bisschen schneller sein. Und aber in der Regel ist es halt schon so, dass der Markt sich daran halt ganz gut richtet oder beziehungsweise umgekehrt, die Linien sind natürlich so aufgebaut, wo ich halt einfach dann weiß mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit, also dass ich mich mit den Linien an den Markt richten kann. So wird natürlich eigentlich ein Schuh draus. So, der Thorsten sagt ja, ich soll mich nicht am Kopf kratzen. Habe ich mich am Kopf gekratzt? Ich soll mir eher die Haare waschen. So. Ja, mache ich mal. Ich mache das, ich meine, jedes Jahr an Weihnachten und an Ostern. Also ist halt noch ein bisschen hin, ne? So, 8:55 Uhr. Also im Tagesschart, die Zeit haben wir jetzt noch, im Tagesschart ist es halt eben auch so. Da ist halt die 12.891 war halt für mich entscheidend, weil halt hier, das sieht man ja relativ deutlich, wenn wir hier natürlich eine Abwärtsbewegung haben, die massiv halt ist. Also die letzte, die halt hier so ein bisschen in den Keller ging. Und da hat er in zwei Schüben jetzt drüber geschlossen, also beziehungsweise in zwei Anläufen.
Und wie man sieht, einmal ist es halt gelungen, ne? Also hat hier einfach, weil es der Außenstab ist, gelungen. Trotzdem hat irgendwie der Abpraller nicht funktioniert und der umkreist einfach diese ganze Geschichte hier so ein bisschen. Und deswegen ist es, der kommt halt nicht einfach so ohne weiteres da weg. Wir bräuchten halt wirklich da mal einen Schlusskurs. Wir haben jetzt gestern wieder drüber geschlossen. Wir bräuchten aber einen deutlichen Schlusskurs. Und eigentlich ist das halt unverändert long, ne? Weil halt hier diese Struktur halt, die nach unten zeigt, die ist halt einfach gebrochen. So. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir jetzt unbedingt alle Stunden von so einem Tag dann long gehen müssen. Aber auch selbst wenn wir hier runterfallen, ist dann wirklich die Frage, bis wohin kommen wir denn überhaupt halt damit? Und da sehe ich halt auch noch nicht unbedingt, dass wir da halt einfach durchpurzeln. Letzten Endes wird man es halt dann rausfinden müssen, beziehungsweise versuchen müssen zu handeln, egal in welche Richtung das jetzt geht. Und das Entscheidende ist natürlich immer, dass man sich halt natürlich nicht festbeißt, hier an irgendeiner Richtung und sondern halt eben einfach guckt, was will der Markt mir halt mitteilen und wie komme ich halt damit halt klar. So, und jetzt kriegen wir hier, ich werde die hier auch jetzt mal einzeichnen, dass wir die hier auch mal auf dem Schirm haben. Moment, das mache ich mal kurz klein. Also 862 wäre jetzt für mich, naja, 62,0. Ich lasse die jetzt mal in der schönen Farbe und einfach mal sehen, ob das dann jetzt wirklich auch zum, habe ich hier 15 Minuten, Kerzen sind hier im Hintergrund, genau, im Vordergrund der M1. Und wie gesagt, wenn wir da drunter starten, dann würde ich halt versuchen, da einen Short zu finden. Wenn wir drüber starten, gute Frage. Das ist natürlich dann halt, also so ein bisschen arg knapp hier. Wobei natürlich die Stundenkerze jetzt hier schon so ein bisschen nicht gerade ganz kurz ist, aber wie man sieht, ne, es ist halt wirklich genau der Punkt hier, der jetzt gerade verteidigt wird. Und wir hatten das letztens auch irgendwann im Laufe, irgendwann die Woche war das, da hatten wir irgendwie, ich glaube, die 922 da oben war es gewesen, hat auch auf dem letzten Drücker, nee, ich glaube, es war noch eine Etage höher. Genau, hier oben, die Geschichte war das, was haben wir für 58. Da war es halt auch so, ne? Ich mache das mal kurz ein bisschen größer. Hier in dem Bereich, da hat er morgens irgendwie gestartet, läuft da oben über die 13.000 und letzte Minute geht das Ding halt runter unter die 987. Und das war halt auch so ein Punkt, da hatte ich halt noch geschrieben, Short Trigger. So, und der hat halt super funktioniert. Und das heißt, da sieht man auch, ne, das war hier 9 Uhr, geht einmal nochmal kurz hoch und dann plapp, ging es dann halt irgendwie mal kurz ein paar Etagen tiefer. Vielleicht kriegen wir noch mal sowas. Wobei, was mir jetzt hier nicht gefällt, ist, dass er jetzt halt die ganze Zeit da unten rumturnt. Es wäre halt natürlich wesentlich schicker, wenn er das halt auch wieder auf den letzten Drücker dann halt eher macht. Und nicht jetzt hier unten schon das Ding die ganze Zeit beackert. Deswegen werde ich mir höchstwahrscheinlich mal, also das ist halt alles ein bisschen zu nah dran, dann höchstwahrscheinlich erstmal die Minutenkerze da halt angucken, dass ich alles an Input wieder kriege. Die EMA 200, ja. Da wahrscheinlich irgendwie mal kurz warten müssen. Was den Stop angeht, den will ich tatsächlich erstmal entweder hochstellen oder mal kurz ausmachen, weil ich würde es halt schon eher versuchen zu skalieren. So eine Geschichte. So, wenn wir jetzt drüber starten, dann sind die Chancen echt groß, dass wir noch einen relativ großen Rücklauf bekommen, der dann wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen den Bereich 12.890 etwa gehen könnte. Wobei die Tendenz halt hier natürlich schon jetzt erstmal so ein bisschen nach unten gerichtet ist. Aber wie man sieht, wir starten drüber. Von daher gar nicht mal so einfach. So, ich baue mal hier direkt mal eine Order hin. So, wir stechen einmal rein. Und jetzt halt mal gucken, ob das Ganze funktioniert. So, wird jetzt hier erstmal das Tief erstmal auslassen. Also ist natürlich alles keine Empfehlung, ne? Bitte nicht mal eben nachmachen, weil wir können trotzdem natürlich jetzt hier unten durchfallen und auch nochmal ein neues Tief machen. Und im Zweifelsfalle funktioniert es dann halt eben nicht. Ja.
Aber ich glaube eben trotzdem nicht, dass wir halt hier jetzt so ohne weiteres da unten durchpurzeln. Ich mach's mal ein bisschen, ich gebe dir mal ein bisschen mehr Luft hier. Auch wenn er jetzt erstmal nach unten drückt. So, ich hoffe, man kann das irgendwie alles groß genug erkennen. Also erstmal wird es ja halt verteidigt, ne? Ich meine, das war jetzt halt hier natürlich jetzt vorhin nur der Future in der sogenannten Amateurstunde. So nennt man die Stunde zwischen 8 und 9 Uhr. Daher ist es auch immer mit so ein bisschen Vorsicht zu genießen, weil natürlich halt das eigentliche Volumen kommt natürlich erst mit der Markteröffnung. So, wenn der jetzt aber hier wirklich mit Wumms da unten durchgeht, würde ich da erstmal die Finger davon lassen. Von Long. Wenn es nur irgendwie, wenn er nur Lust hat, mich hier abzuholen und dann doch mal oben zu ziehen, dann würde ich den nochmal reingeben. Ne, so ein kleines Tief hier kann er ruhig machen, das tut nicht weh. Gib ihm mal ruhig noch ein bisschen Luft bis hier. Mal gucken, hier ist der letzte Piekser auf der Unterseite. Wo liegt der? Bei 845, da sind wir hier ziemlich knapp drunter. So, der erste Ansatz war ja eigentlich gut, aber jetzt kommt dann halt irgendwie leider an Käufer nichts mehr nach. Das heißt, das sieht so ein bisschen aus, es wird nach unten jetzt erstmal weggefischt. Und da gehören wir jetzt wahrscheinlich auch dazu. Genau. Und so, jetzt werde ich halt mal gucken, ob wir den hier nochmal kriegen oder nicht. Weil, wie gesagt, was mir hier einfach fehlt für Short, das ist halt einfach wirklich mein Trigger, ne? Also, das heißt, mir fehlt der Stundenschluss ganz klar an der Stelle. So, von daher ist das jetzt erstmal nicht wirklich weiter schlimm. Aber einfach mal kurz warten. Und es kann ja natürlich auch mal sein, dass es im Live-Trading auch mal nicht aufgeht. So. Ja, deswegen halt hier einfach mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Wo steht denn der Daumen eigentlich? Ganz vergessen. Ich warte jetzt erstmal ab. Ich gucke mir jetzt mal an, wie er mit dem Tief da unten umgeht. Ob das gekauft wird oder ob das. Mensch, wirklich da unten geschossen wird. Dow ist ein bisschen abgeschmiert, sehe ich gerade. Also, wie gesagt, ich glaube es noch nicht, dass der so ohne weiteres da unten scheitert. Das wird man jetzt halt einfach sehen. Also hier da unten ist auch nochmal dieser Peak da unten, den gucke ich mir auch an. 826, ja, also ziemlich genau ist er halt. Ich habe dort dran gedreht. Ja, und halt hier, das ist halt einfach auch noch nicht wirklich nachhaltig, was halt hier passiert. Trotzdem brauchen wir halt so ein bisschen. Also ich muss natürlich schon ein bisschen so die fliegen immer. Herr Thorsten, damit hättest du dann recht, jetzt kreisen die Fliegen schon um meinen Kopf. Vielleicht sollte ich es doch mal mit Duschen versuchen und Haare waschen. Vielleicht bringt das ja tatsächlich was. So, also was jetzt natürlich, also um jetzt zum Beispiel halt hier long reinzuspringen, ne? Also ich meine, erstmal sieht es nicht nach einer guten Idee aus, das muss ich ja zugeben, aber es heißt alles noch gar nichts. Und selbst wenn er das jetzt hier nach unten durchdrückt, dann werden wir wahrscheinlich nachher dann um 10 Uhr, da sind wir hier immer nicht mehr dabei, dann halt nochmal Rücklauf kriegen. Aber, und bevor ich, um jetzt hier wirklich long reinzuspringen, da bräuchte ich natürlich wirklich so einen ordentlichen Stich,
nach unten, also wirklich so eine Kerze, die halt schnell geht und wo dann unten schlagartig halt eben die Verkäufer halt aussteigen. Und das wäre dann halt schon so ein bisschen Indiz dafür, dass halt dann erstmal vorbei ist, ne? Das hier ist jetzt eigentlich schon recht gut. Einmal durchgestochen hier kurz die Shorts abgefischt, beziehungsweise die Käufer da unten eigentlich abgefischt und die Shorts halt so ein bisschen angelockt, weil wir da halt durchgestochen haben. Würde mich jetzt aber nicht wundern, wenn wir jetzt halt hier dann halt auch genauso schnell drehen. So, mein erster Trigger wäre jetzt natürlich die erste 15-Minuten-Kerze. Die muss man natürlich genau im Auge behalten, weil das halt immer so ein bisschen die erste größere Zeiteinheit ist. So. Was schreibt der HPE hier? Letzten 7 Tage ansieht, hat der Aufwärtstrend seinen Bruch vorgestern erfahren durch Unterschreiten des Zwischentiefs vom 11.8. Ja. Also ich sehe halt im Tageschart irgendwie, ich werde auch nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen, aber da sehe ich halt noch nicht wirklich irgendwas, was da großartig short ist. Das kann sich natürlich alles ändern, aber dafür müssen wir, da stehen wir jetzt auch an der Stelle. So, ich würde jetzt hier noch mal einen versuchen. Weil was wir nämlich hier sehen, das ist, dass wir genau da halt stehen, ne, an diesem Außenstab. Und den hat er ganz kurz, ne, also der hier, den hat er jetzt mal ganz kurz nach unten angedippt. Und das ist der, der dir halt den größten Schlusskurs über der 891, also über diese Abwärtsbewegung gemacht hat. Und manchmal ist es halt eben so, dass halt 2 Anläufe gebraucht werden, wenn der erste nicht gereicht hat und dann halt einfach am gleichen Punkt nochmal gestartet wird. Das wäre jetzt nicht so außergewöhnlich, ne? Von daher, man sieht ja hier, also so ganz falsch ist das ja alles erstmal nicht. Und wir haben 9:08 Uhr, das heißt, die erste 15-Minuten-Kerze kommt nämlich hier jetzt gleich auch, beziehungsweise wird dann fertig. Und wenn es schön läuft, und dann ziehen wir halt auch direkt über die Eröffnung drüber, weiß ich natürlich nicht. Aber die Chance hätten wir hier halt dann schon, ne? So, ich glaube, ich muss hier mal eben nebenbei den DAO noch aufmachen. Also ich mache den hier nur für mich auf, könnt ihr jetzt nicht sehen. Nur um den auch mal ein bisschen im Blick zu haben. Auch wenn wir jetzt irgendwie 9 Uhr haben, ist es aber halt eben trotzdem so, dass da natürlich die Bewegungen halt schon oft so ein bisschen im Gleichtakt da halt laufen. Und deswegen habe ich den trotzdem auch immer mit auf. Was ich aber in letzter Zeit tatsächlich nicht mehr mache, das ist den DAO um die Uhrzeit handeln. Das habe ich vorher aber echt oft gemacht. Und das hat auch eigentlich oft funktioniert. Aber momentan, vielleicht habe ich es auch nicht so wirklich im Blick, aber momentan ist es eigentlich tatsächlich eher so, dass ich der Meinung bin, dass der ein bisschen schräg läuft, morgens um diese Zeit. So, also, hier sieht man, es waren jetzt erstmal 20 Punkte sind ja schon drin. Und ich würde aber halt jetzt gerne versuchen, weil ich würde halt hier den schon versuchen einzutüten, so dass mein Inhalt, dass er halt ein bisschen länger läuft. Na, zack, da sind wir doch schon. Guck. So, von wegen Short und von wegen Long ist keine gute Idee. Ich glaube, das ist dann jetzt hier auch beantwortet, ne? So, machen wir trotzdem erstmal zu. Knapp 40 Punkte. Also, das war schon mal richtig. Und jetzt geht es halt nur darum, ne, er hat jetzt, deswegen mache ich jetzt halt auch zu, weil wir haben noch 5 Minuten, bis die fertig ist. Die 15-Minuten-Kerze. Ne, also das ist halt auch das Ding, hier hat ja gerade jemand, also der HP auch geschrieben, also von wegen MACD zeigt nach unten und
der und der Bruch, ja, also ne, ich will da ja auch irgendwie keinen Bevormunden belehren oder wie auch immer, aber ich gucke halt auf sowas nicht, auf Trend natürlich schon, aber Indikatoren halt gar nicht. Und wenn jetzt natürlich halt ein Tageschart auch so ein Ding halt vorliegt, also jetzt ein Bruch in irgendeiner Form, ne? Also ich bin der Meinung, es liegt keiner vor. Wir haben hier höchstens eine Verunsicherung an der 12.891. Und dann muss man trotzdem gucken, dass man ja halt dass man ja Intraday ja halt auch klarkommt, ne? Und das heißt, nur weil jetzt zum Beispiel ein Tageschart irgendwie dann halt short ist, heißt das ja nicht, dass das den ganzen Tag dann halt so weitergeht, ne? Und deswegen, wir haben ja jetzt nicht im Stundenchart oder so halt irgendwie, so ich mache nochmal eine kleine hier auf. Wir haben ja, einen Rücklauf haben wir jetzt hier auch schon an der Stelle. Das heißt, der Stundenchart oder halt auch noch kleinere Zeiteinheiten, die sind ja nicht unbedingt dann halt auch im Gleichklang mit dem Tageschart. Ne? Und von daher, also ich würde das Ding jetzt hier bei, also ja, oder andersrum, es geht ja darum halt herauszufinden, so wie ist die Stimmung, ne? Die Tendenz oder wohin, wo ist der Hang halt eigentlich eher, so wo ist der Überhang? Und das ist halt entweder sind es halt die Käufer oder halt die Verkäufer, ne? Und wenn man halt sieht, wie jetzt zum Beispiel halt hier, ne, dass wir halt wirklich dann so eine Bewegung haben, und da sieht man, da sind ja Käufer da. Also das heißt, er will ja nicht da unten durch oder beziehungsweise die Käufer wollen mit dem Markt nicht da unten durch. Und das kann man ja dann halt auch handeln, ne? Das ist ja auch völlig legitim. Und das ist halt eigentlich eher halt so der Ansatz, den ich dann halt verfolge oder wo ich halt auch gestern dann geschrieben habe, so ja, einfach wieder longen, ne, kaufen und wenn man ja sieht, dass irgendwas halt vom Markt oder von den Teilnehmern nicht gewollt ist, spricht ja nichts dagegen, das genau so zu machen. Zumal wir halt hier auch einfach nur in der Range auch die ganze Zeit rumlaufen und das heißt ja auch nur, dass das halt eben nicht gewollt ist, dass halt irgendeine Richtung halt aufgeht. Und das hatten wir einfach die ganzen letzten Tage. So. Ja, Thorsten, an See, sehr schön. Du hast wenigstens was zum Leben, ne? So, dann wünsche ich dir mal viel Spaß am See. Und mach mir hier long nicht, mach mir den DAX nicht kaputt, ne? Der Thorsten ist ja der Dauershorty. Eigentlich so im DAX. So, jetzt muss man natürlich trotzdem hier so ein bisschen aufpassen. Ich meine, was man jetzt hier auch sieht, ne, das ist halt auch wieder ganz nett. Also hier zwei Linien eben eingezeichnet und da hält er sich ja momentan erst auch mal ganz gut dran. Hier im Minutenchart. Und was ich gerade sagen wollte, ist trotzdem muss man jetzt hier aufpassen, dass wie die 15-Minuten-Kerze halt endet. Also mir wäre natürlich schon sehr rechts, wenn die halt direkt wieder über 862 halt schließen würde, dann kann man doch eigentlich davon ausgehen, dass wir auch relativ schnell auf die 891 halt laufen. So, was ich halt die letzten Tage halt nur mache, ist skalieren. Ne? Das heißt, also ich habe jetzt vorhin, habe ich zwar einen ganzen Kontrakt, wobei, ne, das ist natürlich auch immer relativ, das muss ja auch aufs Konto bezogen sein. Aber ich gehe halt eigentlich eher hin und skaliere die ganze Geschichte dann halt. Also wenn man halt irgendwie Sachen hat, die relativ deutlich sind, und für mich war das hier vorhin eigentlich relativ deutlich, und auch wenn ich bei dem ersten falsch lag, aber der zweite hat es ja rausgerissen, und dann kann man natürlich dann halt auch irgendwie auf Skalierung verzichten und einfach mal einen Impuls mitnehmen. Aber ansonsten, wenn man sieht, es geht nicht vorwärts, ist es halt echt für meine Begriffe wirklich eine bessere Idee, das dann halt zu skalieren. Und das heißt also wirklich dann in Etappen dann halt einzufangen. So, 15 Minuten Kerze ist fertig, so ein bisschen in der falschen Farbe geschlossen. Heißt aber erstmal natürlich auch noch nicht so viel. Wird man jetzt aber dann halt sehen müssen, ob das halt hier nach unten wirklich durchballert. Und deswegen, genau deswegen ist halt gut, wenn man dann, wie ich jetzt hier gemacht habe, erstmal nur eine halbe Position dann halt aufmacht oder die halbe Size, weil man dann natürlich nicht alles wieder hergibt, was man davor eingefangen hat. Aber das hier ist jetzt auch
Deswegen habe ich da halt auch gewartet. Das ist natürlich ein bisschen doof, wenn wir halt hier so eine Kerze in der Farbe dann halt kriegen. Und weil die oft dann eben halt nochmal den Impuls nach unten zur Folge hat. So, das heißt aber trotzdem nicht, dass es vorbei ist. Mit den Bullen muss nicht sein. Der DAX fischt auch ganz gerne mal. Ich würde jetzt hier nur trotzdem noch mal kurz warten. Was ist er am? Ein Peipussee in Estland. So. Na, hier geht es direkt schon wieder ein Stück weit nach oben. Wobei das jetzt hier schon so ein bisschen im Stundenchart. Also ganz ehrlich, ne, würde ich das jetzt hier alleine handeln, ich würde es ganz anders machen, sage ich auch ganz ehrlich. Versuche natürlich hier die Stunde halt irgendwo positiv zu schließen. Aber wenn ich hier keine Zuschauer hätte, ich würde einfach tatsächlich, ich mache das jetzt einfach mal, ich würde das Ding hier nach unten weiterkaufen. Ganz ehrlich. Und sonst gar nichts. Weil das ist, auch wenn es am Ende nicht aufgeht, ne? Also auch wenn der jetzt, wenn er auch nicht nach Long drehen sollte, aber einfach durch die Tatsache, dass er die letzten Tage nicht fallen wollte und dass wir halt jedes Mal, wenn es kaum geht, runter schon wieder die Käufer sehen, ist die Chance einfach sehr, 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 sehr groß, dass wenn man halt zum Beispiel in kleinen Positionen halt das stückelt, ja, jetzt zum Beispiel jetzt hier nicht mit ein, zwei, sondern wirklich mit vier, fünf Teilpositionen, wenn man das stückelt, dass man dann irgendwann halt auch bei dem Punkt dabei ist, der dann halt nach oben auflöst. Das hat jetzt irgendwie mit blinde verbilligen oder so halt nichts zu tun. Natürlich muss man auch irgendwo dann halt erkennen, okay, wenn es nicht funktioniert, und das ist für mich eben unverändert, die 862, die wir noch nicht hatten im Stundenschluss, beziehungsweise drunter. Wenn das dann wäre, dann würde ich sagen, okay, gut, das macht jetzt erstmal keinen Sinn mehr. Dann erstmal gucken, was als nächstes kommt. Aber solange halt immer wieder die Rutscher nach unten halt wieder gekauft werden, ist das halt ein Ansatz, der an der Stelle dann halt eben auch funktioniert. Oder halt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Deswegen würde ich hier sogar dann halt auch, ne, den Stop eigentlich da hinsetzen und dann halt gucken, was ich auf der Unterseite, also hier nochmal dann irgendwie als Beispiel in der Nähe vom Tief und dann halt einfach mal auf die Suche gehen, was da unten noch an möglichen Punkten ist. Hier ist zum Beispiel noch ein Pivot und mir dann halt so die Position halt zurecht skalieren, weil ich glaube nicht, dass der mal einfach so da durchfällt, wie in so einer Einbahnstraße, dann darunter. Also es nicht in so einem Markt, wo sowieso, und das hat auch gerade jemand hier eingeworfen, ist, muss man nicht darauf achten, dass wenig Volumen ist. Ja, ist so. Und das führt ja eben auch dazu, dass das entsprechend ja halt auch einfach keine Nachhaltigkeit da ist, ne? Dass der Markt sich in keine Richtung halt durchsetzen kann, ne? Also, Resa, weil ich krieg hier gerade so ein paar, lies mir gerade so deine Kommentare hier durch. Auf einen bin ich jetzt eingegangen, jetzt noch einen und dann nicht mehr, aber schreib's halt hier, mit 0,1 Lot kann das Konto auch relativ schnell klein werden. Das ist ja auch immer die Frage, was man macht und wie man es macht. Ne? Ich habe ja auch gerade gesagt, wenn man nicht weiß, wo halt so eine Geschichte halt wirklich knickt, dann sollte man es ganz klar auch nicht tun, wenn man keinen Trigger hat, wenn man rein auf Vermutung geht. Ist auf jeden Fall falsch. Absolut. Und ich sage, ich rufe ja auch nicht auf gar keinen Fall dazu auf und sage, ja, einfach kaufen, kaufen, irgendwann dreht es schon wieder. Das ist ja überhaupt gar nicht der Ansatz. Sondern der Ansatz ist ja der, dass wir halt hauptsächlich seitwärts laufen die ganzen letzten Tage. Der Ansatz ist der, dass immer wieder unten gekauft wird und der Markt eigentlich versucht, nach oben durchzukommen. Gestern hatten wir das Gleiche. Ich wollte gestern auf 12.980 im DAX. Jetzt über Nacht hat er irgendwie 12.970 oder irgendwas gemacht.
Und da waren halt auch ganz viele Short. Und wenn man sieht, dass der Markt nichts nach unten wegbrechen kann, weil halt eben immer die Käufer unten lungern, dann kaufe ich das Ding, dann gehe ich nicht Short. Weil dann komme ich auf jeden Fall mit so einer Methode, Heiko Behrendt hat es letztens auch super erklärt im Webinar, weil das ist so eigentlich ein typisches Sommerlochverhalten, was wir halt hier auch haben. Wir haben kein Volumen. Der Markt kann sich nicht durchsetzen und vom Prinzip her tingelt er immer in die eine oder andere Richtung. Ab und zu kommt mal einer, der macht dann auch mal irgendwie eine größere Position auf und kommt dann aber auch nicht weit. Und das kann man handeln. Davon rede ich. Ich rede nicht davon, irgendwo blind einfach nachzukaufen, sondern davon, was halt letzten Endes die besten Chancen hat und beziehungsweise davon, was der Markt einem ja auch eben sagt. Ne? Ich meine, hier sieht man es ja jetzt auch schon wieder. Wir haben hier einmal, geht das Ding runter, wo dann hier unten dann die Shorts getriggert werden. Ne? Also ich meine, ich habe den ja halt auch erstmal aufgelöst, geben aber auch gleich wieder rein. Und weil ich ja halt sehe, da kommt ja schon wieder nichts mehr. Da kommt mal eine Minutenkerze und dann verließen sie ihn. Ne? So, was soll ich denn damit halt sonst anfangen? Ich meine, generell finde ich halt, wenn man diesen Markt halt irgendwie klassisch handeln will, ne, so auf dem Motto, der geht jetzt dahin und dann passiert dieses und dann jenes, funktioniert nicht. Also die letzten Tage funktioniert es halt nicht. Ist ja auch einfach so, ne? Da muss man wahnsinnig viel Geduld haben, um da halt irgendwo eine Bewegung dann überhaupt mitzukriegen, die dann halt mal ein paar Punkte weiter läuft. Und deswegen halte ich es für besser, das über Skalierung zu machen und sich da halt Stück für Stück im Markt zu orientieren. Hier stehen wir jetzt auch schon wieder, ne? Das ist halt einfach nichts da. Wenn man einen Blick irgendwie aufs Buch wirft, ja, sieht man ja halt hier auch ein Kontrakt drei, mal fünf, da unten mal wieder zwei. Das ist halt tote Hose. Ne? Aber das macht es auf der anderen Seite. Ja, der Heiko, siehst du, kaum redet man von ihm, schon ist er da. So, ne, da haben wir es schon wieder. Zack, long. Wieder 10 Punkte hoch. Und das ist doch kein Shortmarkt, sowas. Finde ich. Ja, ne, Heiko, ich habe gerade das, was du letztens im Webinar erklärt hast, vielleicht hat der Nelson ja Lust, das zu verlinken. Hatte ich ihn letztens, glaube ich, schon mal gebeten, da hat das auch gemacht in der Gruppe, aber halt erklärt, wo halt erklärt hat der Heiko, wie gesagt, wie das halt wie so ein Sommerloch eben sehr oft gehandelt wird. Ja, wie man sieht, war doch richtig. Ja. Und der Kleine, der jetzt halt eben hier unten gerade mit Minus rausgeflogen ist, der ist halt jetzt auch schon wieder drin. Ne? Und das heißt, insgesamt ist das schon, glaube ich, nicht so falsch. Wie gesagt, es geht hier doch gar nicht darum, irgendwie Recht zu haben oder sonst irgendwas. Es geht ja nur darum, sich irgendwie vernünftig auf den Markt einzustellen. Natürlich kann ich damit auch mal daneben liegen, aber es heißt ja immer, trade, was du siehst, wird aber gerne verwechselt mit trade, was die Glaskugel sagt. Und ich sehe halt hier einfach, dass sich da halt ja, nichts durchsetzen kann. Und deswegen, und ich sehe vor allen Dingen eben meinen Schlusskurs nicht unter 862. Und deswegen ist es halt long. Ja. Solange die halt hier immer noch aktiv sind. So, ich hätte ihn jetzt schon wieder rausgeben können, ne? Aber ich lasse ihn jetzt mal drin, weil ich warte jetzt mal die Knoppers-Fraktion ab. Die Knoppers-Fraktion. Das sind die Jungs und Mädels von 9:30 Uhr, kleines Frühstück in Deutschland. Und weil die schlagen gerne auch mal ein bisschen heftiger zu. Und solange wir hier halt vorne liegen, das ist ja gerade auch der Fall, besteht da natürlich dann halt auch die Chance, dass die dann halt mal das Ding nach oben kaufen. So, der Exit für die Bewegung, weil er natürlich immer noch auf Short drehen kann, wäre für mich die 12.891. Ne, das ist dann hier oben wieder der berühmte Punkt, wo er halt versucht hat, sich im Tageschart nach oben durchzusetzen. Und die
könnten wir schon kriegen mit einer überschaubaren Position von einem der größeren Marktteilnehmer. So, die haben wir hier oben. Irgendwo 891. Ne? Und da ist halt jetzt auch genau, das passt doch sogar zusammen, was man hier sieht. Ja, das kleine Blaue ist jetzt halt einfach das Value Area High. Das heißt, dort oben ist 70% des Volumens heute gedreht worden. Das wäre sozusagen vom Volumen halt dann die Oberkante. Ne? So, und das macht halt schon Sinn, zumal wir jetzt hier unten auch unterhalb vom VAL kommen, also vom Value Area Low. Dort ist das, wo halt dann einfach keiner mehr Lust hatte zu handeln, wo das Volumen ganz dünn geworden ist und weswegen es halt auch wieder nach oben geschnippt ist, von da zum Point of Control. Und typisches Range-Verhalten wäre jetzt halt einfach von unten nach oben zu laufen. Auch dazu passt die ganze Geschichte. Ne? So, jetzt habe ich natürlich den zweiten hier verpasst, aber egal. Einer ist ja noch drin. Den kann man hier natürlich jetzt auch sichern. So, und der Exit wäre entsprechend da oben. Wo habe ich denn überhaupt meinen? Da ist er doch, ne? So, den würde ich halt hier mit dem Trail halt rausnehmen. So, mit zweiter Entry meinte ich wollte eigentlich hier natürlich hier noch eine mit reingeben. Jetzt nicht nur mit einem halben Kontrakt, weil dafür habe ich es ja eigentlich vorhin gemacht. Was, eine Long Limit bei 864? Nee, also fragt halt jemand gerade, ob jetzt Long Limit. Also ich meine, wir sind ja jetzt halt hier nur im Minuten Chart, ne? Also ich würde hier irgendwie Long Limit. Also selbst wenn ich jetzt sage, es macht Sinn, es kann sein, dass in einer Minute halt wieder vorbei ist, ne? Dass es dann halt schon keinen Sinn mehr macht. Ja, genau das Verhalten ist eben auch der Grund, warum ich da eben halt auch an Long erstmal festgehalten habe. Was genau definiere ich als Kloppers-Fraktion? Ja, ganz einfach. Also ich meine, um 9:30 Uhr, das ist natürlich nur so ein Spruch. Aber um 9:30 Uhr sind halt eben die zwei ersten 15 Minuten Kerzen fertig. Die erste halbe Stunde ist um. Und ganz oft ist es so, wenn der Markt halt zum Beispiel halt bis dahin eher getingelt ist, oder halt gelaufen ist und wieder an der Eröffnung, dass halt dann wirklich um 9:30 Uhr die ganze Geschichte einmal gedreht wird. Und dass das Volumen halt dann einfach zunimmt. Also das sieht man halt ganz oft um 9:30 Uhr. Und daher halt in der Werbung heißt es ja eben, 9:30 Uhr, kleines Frühstück in Deutschland oder ich weiß nicht mehr genau, ist schon so lange her. Und deswegen habe ich die 9:30 Uhr Händler halt irgendwann die Knoppers-Fraktion getauft. Und ja, ganz lustig. So, und der Markt wartet auch gerade so ein bisschen drauf. Wir haben jetzt hier zwar ein kleines Doppeltop, ne, aber er will ja hoch. So. Und so doof sowas auch manchmal klingt, aber wenn man sieht, der Markt will irgendwas, ja, und auch wenn er irgendwie zum Beispiel halt auf hohem Niveau nicht weiterkommt, ich bin dann immer eher eigentlich ein Freund davon zu sagen, gut, ich gehe trotzdem long, ne? Und auch wenn es manchmal so aussieht, als würde der Markt mit dem Kopf durch die Wand wollen, aber irgendwann kommt dann einer und macht es dann halt, ne? Wenn man halt sieht, wenn zum Beispiel halt dann keine neuen Lows kommen und er halt einfach nur irgendwo festklebt. Und das ist das, was der Heiko immer gerne als Plöpp bezeichnet. Aber das passt ja. Morgens 9:30 Uhr in Deutschland, genau. Der Uwe. Ja, der Heiko sagt ja auch gerade, hat auch einen institutionellen Hintergrund, dass manche um 9:30 Uhr die Orders aufgeben. Ich kenne den jetzt nicht, aber der Heiko kann ihn gerne erklären. Kannst du dem Heiko gerne ein Mikro geben, wenn du willst. Hier passiert ja eh gerade nichts. Nelson? Ja, ich bin da, keine Sorge. Muss aber auch wollen. Will er? Das weiß ich nicht. Heiko? Das sagt ja nichts mehr. Doch, der Ja, sagt, kannst du kann ich machen, doch, machen. ja. Genau, also der Heiko erklärt uns jetzt dann mal
kurz, was es mit dem sag mal, kann morgen nicht reden, institutionellen Hintergrund hat von den 9:30 Uhr Orders. So, wir haben übrigens 9:30 Uhr. Jetzt ist das Bild gesprungen, ne? Hast du Oh, jetzt mein Bild weggenommen? das Bild Okay. kannst du, das reicht, Nelson, du brauchst mich nur, lass mal das Bild vom Dirk. Ja, ist schon klar, ich bin dabei. Ah, nee, du hast hier irgendwas haben wir jetzt hier kaputt gemacht. Was ist denn da jetzt passiert? Moment. Ah, nee, Du da musst sind erst wir. dein Bildschirm wechseln, Dirk, ja, genau. Nee, ich habe hier irgendwie, ist das jetzt in den Hintergrund geplöppt. Alles Guten gut. Morgen erstmal, Heiko. Ja, Ja, moin, wunderschönen guten Heiko. Morgen. Ja, und auch an alle da draußen, ja. Ich bin ja nur eigentlich stiller Zuhörer und will da auch dem Dirk da folge ihm, aber der Dirk hat das ja vorhin so schön gesagt. Das hat durchaus einen institutionellen Hintergrund, das mit den 9:30 Uhr. Da ich auch den einen oder anderen institutionellen Trader halt kenne oder Leute, die Orders abgehandelt haben, ist es halt schon so, dass das passiert nicht immer. Aber Fondsmanager und so weiter unterhalten, diskutieren so dann die erste Stunde im Markt oder von um 8 bis um 9. Ja, dann wird da diskutiert, was machen wir heute? Geht man eine Order auf? Müssen wir irgendwo umschichten? Müssen wir im Portfolio gewisse Rebalancing vornehmen? Wollen wir neue Trades eingehen und so weiter und so fort? Und dann wird diese Order halt dann ab 9:30 Uhr an das Handelsdesk übergeben. Und um 9:30 Uhr dann heißt es, mach uns die Order von 9 Uhr bis 10 Uhr. Dann wird die Order dann halt aufgegeben. Und jetzt, wenn jetzt natürlich der Markt halt vorher gefallen ist, dann kann es halt sein, dass dann natürlich man diese da eine Kauforder dann aufgibt, aus dem einfachen Grunde, zu dem Start von 9 Uhr bis 9:30 Uhr ist ja der Markt günstiger, vielleicht ein halbes Prozent oder nur ein paar Punkte oder die Aktie ist gerade tief. Und dann führt das genau dazu, dass dann um 9:30 Uhr kommt dann die Order rein. Und wenn dann eine gewisse Aktivität gibt und die Order kommt und wird dann gehandelt, geführt von dem Handelsdesk halt für einen Fonds, Pensionskasse, Hedgefonds, was auch immer institutionell dahinter steht, dann kann es halt sein, dass genau Punkt 9:30 Uhr dann der Markt halt dreht. Ja, das ist der Hintergrund und das ergibt dann natürlich dann wiederum andere Aktivitäten, die dann einfach nachgezogen werden. Genau, und deswegen kann das durchaus sein, dass manchmal um 9:30 Uhr das dann losgeht, weil man fängt auch nicht eine Order an irgendwie um 9:22 Uhr, ja, sondern das wird dann halt von halb bis um macht die Order oder von halb 10 bis halb 11 oder was auch immer. Aber wir wissen natürlich nie, ob die da ist. Aber trotzdem, das als Knoppersfraktion zu bezeichnen, finde ich gut, weil damit hat man auch so einen Blick mit auf den Chart, auf die, ja, ob da jetzt was passieren kann. Allgemein, was man sagen kann, ist, was ja im Bild auffällt, schnelle Kerzen, die zu schnell sind, sind auch immer prädestiniert dafür, dass der Markt halt kurzfristig anhält. Ja, also die Kerze nach unten vorhin, die war einfach viel zu schnell. Ja, da hat jemand eine erste aggressive Position gehabt. Kurz mal durchgeschüttelt, da ging kaum was um. Ja, also da wurde einfach die Position Market rausgedrückt und wenn halt die Liquidität zu gering ist, ist es genau das Richtige, genau die Gegenseite einzunehmen, wie der Doc das gemacht hat. Wer danach mal googeln will, der googelt nach Mean Reversion Ansätze, also immer zurück zur Mitte. Ja, funktionieren in solchen Sommermärkten halt ganz gut und wie gesagt, der Nelson hat ja auch im Chat doch mal so ein bisschen die Ausbildung und Erklärung halt gemacht und wie gesagt, jetzt so oben hat der Doc auch richtig gesagt, wenn jetzt was kommt, dann der Plop. Gut, dann, also das ist die Erklärung dazu. Wie gesagt, der institutionelle Hintergrund ist einfach, dass um 9:30 Uhr Orders aufgegeben werden, an Handelsdesk zur Ausführung stehen und die können zu einem Reverse halt führen oder können natürlich auch gewisse Sachen beschleunigen. Gut, das ist soweit mein Wort zum Dienstag. Ja, und ich genieße jetzt meinen Kaffee und lass mal den Dirk seine Arbeit machen. Also, dann bin ich wieder raus. Danke dir, Heiko. Ja, danke. So, der Heiko macht das ja auch schon ein paar Tage länger. Der hat dann im Zweifelsfall, wie man ja auch gesehen bzw. gehört hat, auch die logischeren Erklärungen dazu und kann es halt so wiedergeben, wie ich es nicht könnte. So, aber vom Prinzip her ist es ja halt dann einfach immer wieder das Gleiche, halt einfach beobachten, was halt passiert und da kann man ja halt dann für sich ja dann auch so ein bisschen was dann halt eben ableiten.
Es nicht Sinn, der Christoph fragt, wäre es nicht sinnvoll, einen Bekannten zu haben, um zu wissen, wann solche Orders gestartet werden? Das ist absolut sehr sinnvoll, vor allen Dingen, wenn man darauf steht, dass man seine Freizeit dann halt eben hinter Gittern verbringt. Das nennt man Insiderhandel. Also das würde ich lassen, ja. Das haben schon andere versucht und die haben dann plötzlich irgendwie nur noch Tütensuppe bekommen, ne? Also ich glaube, das ist nicht so klasse. Also ich habe jetzt hier übrigens die zweite Order jetzt aufgegeben, ne? Jetzt hier ausgehend davon, wenn hier, na unten ist ja auch erstmal nichts passiert und die ersten 5 Minuten sind jetzt auch um. Also ist für mich halt auch immer so übrigens so ein Punkt, die ersten 5 Minuten von einer neuen, wenn eine halbe Stunde um ist, sind meistens ein bisschen rabiater. Und beziehungsweise, wenn die korrigieren, korrigieren die meistens ein bisschen größer. Und wenn wir jetzt hier, da ist halt jetzt eigentlich genau umgekehrt, wenn da halt nicht viel passiert, dann gehe ich davon aus, dass wenn die 5 Minuten um sind, dass entsprechend die nächste Bewegung ein bisschen deutlicher wird. Wir haben jetzt hier erstmal ein neues Tageshoch im Kassa, zwar ein kleines. Na, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Da oben ist der PH, das ist natürlich rein, also der Pivot Main vom Stundenchart. Da muss er natürlich durch, wenn das was werden soll. Und das ist halt rein einfach von der Preisberechnung ohne Volumen halt jetzt natürlich so ein Punkt, der jetzt halt hier für Algos halt einfach interessant ist. Da kann es jetzt auch sein, dass er nochmal runterkommt. Muss nicht sein, kann aber passieren. Und deswegen halt hier immer schön mit Vorsicht die ganze Sache genießen. Aber wie gesagt, ich bin die letzten Tage gut damit gefahren, halt zu skalieren und halt eben. Wenn ich halt sehe, der will das und das und dann da halt ruhig reingehen, auch wenn die jetzt halt hier irgendwie ein Verlust läuft. So ein Kontrakt ist ja jetzt nicht unbedingt die Größe, wo das Ganze hier jetzt für mich vorbei wäre. Auch jetzt nicht hier in dem Testkonto, wo kein Kläger, da kein Richter. Ja. Ja, aber wie gesagt, solche Leute, da muss man immer davon ausgehen. Die große Orders an der Börse absetzen, stehen unter Beobachtung. Ne? Und das heißt, auch wenn man denen irgendwelche Geheimcodes ausmacht, macht so einen Quatsch nicht, echt nicht. Das ist es nicht wert. Da kann ich mich ja noch mal einklinken. Also die Orders werden ja meistens, sagen wir, 90% der aller Orders werden ja nicht im Future jetzt abgewickelt, sondern halt in einem Einzelwert. Das heißt, da müsste ich ja die Aktie handeln und am Ende, selbst wenn man, also ich habe das auch in einem, ja, in einem Training auch sehen können, wie denn, also da, also der die Entscheidung trifft, der handelt ja die Order nicht. Ja, die Order geht ja, wenn man jetzt bei einem Fonds vielleicht mal das Glück hatte, mal dabei zu sein, da wird da diskutiert und dann heißt es, okay, wir kaufen heute, also Dirk, wenn du handeln willst, na, ich sehe das ja, dann kannst du natürlich da immer Nee, nee, alles reingrätschen. gut. Ich habe schon alles gesagt. Ja, Also, ja. was Das heißt, der Fondsmanager handelt ja selber gar nicht, der gibt das ja an dieses Desk. Der Fondsmanager als solches darf nach einem gewissen Prinzip, ich weiß jetzt nicht die Grundlage und die Gesetzesgrundlage, er darf die Order an sich gar nicht ausführen. Der hat zwar einen gewissen Spielraum, hat er, aber prinzipiell geht die Order immer an den Desk. Das heißt, der gibt die Rahmenbedingungen einfach vor. Der sagt, ich möchte die Order so schnell wie möglich jetzt drinne haben. Ich möchte die Order bis 10 Uhr haben. Ich möchte, dass die Order im Durchschnitt des gesamten zu handelnden Kontrakte gehandelt wird, also oder der Aktien, die im Schnitt, oder ich möchte alle halbe Stunde immer 1000 SAP-Aktien kaufen oder was auch ja. immer. Ja, also von daher interessant das Ganze, eine Beobachtung, die ich jetzt gemacht habe, wo eventuell ein neues Tool oder ein bestehendes Tool vom Stereo Trader zu nutzen wäre, nämlich der Scalp Agent. Und zwar, wenn man, der Dirk hat jetzt im Hintergrund im X-Frame den 15-Minuten-Chart an. Und wenn man jetzt den 5 Minuten anmacht, dann sieht man wieder, dass genau die erste Kerze der neuen 5 Minuten, so wie der Dirk das gesagt hat, also damals Auge drauf zu wählen, so wie jetzt ist auch gerade der Beginn der neuen 5-Minuten-Kerze, manchmal das genau mit, wirklich mit der Millisekunde, wo die erste Minute startet, ja, ballert das Ding halt los, ne? Und ich habe jetzt auch gerade einen Long Trade reingenommen gehabt. Und ja,
Also erste Minute der neuen 5-Minuten-Kerze, wenn die kein Tief macht, kann es sein, dass das wirklich das Tief, also in einem steigenden Markt genau das Tief auch der 5-Minuten-Kerze zugleich halt ist, ne? Ist immer mal ganz interessant, das zu sehen. Ja, das war so Ja. eine Beobachtung, genau. Ich habe jetzt halt, ne, hier oben sind wir, habe ich ja vorhin gesagt, da sind wir am VAH. Ich habe jetzt deswegen auch die nachgekaufte nochmal rausgenommen. Aber insgesamt liegt die Geschichte jetzt hier ja dann halt auch deutlich im Plus. Ob wir jetzt da oben einmal den Plop da oben durchmachen, sage ich auch schon Plop, weiß ich natürlich nicht. Ne? Aber das war ja der Ansatz, also vom Prinzip her, vom VAL zur Mitte, also hier zum Point of Control und dann jetzt eben halt oben zum VAH. Das ist halt erstmal typisch seitwärts. Und darüber hinaus will ich jetzt erstmal gar nicht großartig denken, weil ich halt auch nicht glaube, dass er jetzt am Stück einfach weiter nach oben rennt. Das kann natürlich sein, sollte er es machen. Deswegen habe ich auch hier den Trading Stop drin. Also wenn die jetzt Lust haben, das wirklich nach oben abzuschießen, dann sollen sie das machen. Ich glaube aber eher, dass wir halt auch irgendwie vor 10 Uhr nochmal in die Mitte zurückkommen. War auch die ganzen letzten Tage übrigens so. Also immer wieder zur Eröffnung gelaufen ist. Und also einmal unten versucht, einmal oben versucht und dann um 10 Uhr stand es an der Eröffnung und dann halt irgendwie stundenlang. Und deswegen gehe ich heute auch von nichts anderem aus. Also was ich aber hier jetzt natürlich gut finde, also generell halt für Long, das ist natürlich das Bild, so wie wir es halt hier haben, dass wir natürlich hier so eine, schon eine ziemlich heftige Stundenkerze halt haben und die natürlich halt auch deutlich nach oben wegziehen kann. Also mal gucken, habe ich jetzt hier schon abgeholt? Nee. Das ist gut. Das heißt, das könnte schon natürlich auch ein bisschen deutlicher laufen. Dazu müsste aber halt für meine Begriffe das Ganze hier oben über der 891 dann auch wieder schließen und dann halt einen kleinen Rücklauf und dann sehen wir auch ganz schnell wieder oben die 922 und dann halt auch 935 und vielleicht sogar auch mal wieder die 980 oder 13.000. Ne? Also das ist natürlich schon schick, so eine Geschichte hier. Ne? Wolltest du was Und sagen es noch? wäre genau. Und was natürlich auch cool ist auf Tagesbasis, wäre das, wenn es jetzt nach oben wieder, also wenn es wieder zu runter kommt. Wie gesagt, am Ende müsste man gucken, dass der in der ersten Stunde dein Tagesziel erreicht hast, wenn das denn so läuft wie gestern. Das ist ja, da muss man ins Freibad oder so. Aber es wäre Ja. jetzt auch cool, wenn der Markt jetzt da oben schließt, dann hätten wir einen Fehlausbruch auf der Unterseite Genau. aus einem Inside Day von gestern und dann wäre und das heutige Reverse passt auch zu diesem Turnaround Tuesday, also kurz unten rausgedippt und wieder hoch. Also irgendwie habe ich gerade so ein Déjà-vu, wahrscheinlich, wenn wir einen Monat zurückgehen, wo ich an einem Dienstag auch mal da war, da werden wir wahrscheinlich sowas Ähnliches gesehen haben. Ja. Irgendwie kommt mir das gerade wie so ein Déjà-vu vor, Ja. unten rausgedippt und wieder hoch. Ja. Ja, das ist halt aber auch echt ein Bild, was man dann auch gut handeln kann, finde ich. Ne? Also so eine Kerze allein reicht nicht, aber mit dem Dip da unten raus Ja. auf der Seite, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Wenn man so eine Kerze halt mittendrin hat irgendwo, dann bringt es natürlich nichts. Ne? Aber halt so glaube ich halt schon, ne? Dass das kann schon wirklich funktionieren. Also der hier wird jetzt wahrscheinlich irgendwie abgeholt und damit sind wir dann auch direkt wieder bei der Eröffnung. Und das würde für mich dann aber auch bedeuten, so, okay, erstmal Feierabend, ne? Weil ich meine, man kann natürlich dann noch gucken, ob man dann halt irgendwie mit der 10 Uhr Bewegung oben rauskommt, aber ich glaube schon fast wieder nicht. Wie man sieht, er hat einfach nur das Ding halt gemacht, einmal unten gespielt die Nummer und dann halt Point of Control, Oberseite, da wo das Volumen sowieso vorbei ist, erstmal und jetzt wieder halt zur Mitte und ja, kann natürlich alles wieder tingeling werden, ne? Genau, ja. Ja, aber vom Prinzip her, glaube ich, war das ja dann alles soweit richtig. Bisschen doof war der Erste, der halt nach unten, ja, der erste kleine Loser. Das war halt ein bisschen doof, da war ich ein bisschen voreilig. Aber alle anderen waren ja richtig. Ne? Auch der Zweite, beziehungsweise der Dritte ist ja eben auch, ich kann es ja hier irgendwie mal zeigen. Ja, das war der hier. Der war natürlich nicht so schick, den hätte ich mir was heißt sparen können. Ne? Also. Ja und nein. Ne? Also ich brauche halt immer einen Trigger und der war halt nicht da und von daher war das für mich legitim. Und im Endeffekt geht es ja nur darum, was dann halt generell halt rauskommt. Und wenn man sich das jetzt auch mal anguckt hier, auch vom Ergebnis her, ne, das hier war der erste. Der war ein bisschen arg schnell nach unten und da war der Stop vielleicht auch ein bisschen groß, aber ich kann ja auch nicht wissen, dass jetzt halt direkt dann halt es nochmal ein paar Punkte darunter geht. Von daher völlig in Ordnung. Das hier war nur die halbe Position.
das war die ganze Position, das war die ganze und eine halbe Position. Ne? Also von daher fand ich das schon okay so. Und eben ausgehend davon, und das ist auch eben, das wurde ja bemängelt, ne? Mit irgendwie immer, irgendwie auch mit kleinen Positionsgrößen kann man das Konto kaputt machen, kann man, ne? Aber halt auf diese Art und Weise eben nicht. Und vor allen Dingen sieht man ja auch, ich bin ja auch rausgegangen, ne? Also auch eben hier in der Bewegung, in der Kerze, da bin ich halt kurz vom Tief raus, so, habe sie dann aber halt nachher wieder reingegeben. Und man muss halt schon dann Entscheidungen eben treffen, das ist ganz klar. Das muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen. So sieht's Ja. aus. Cool. Also ich Ja. habe jetzt, ja. Ja, sag ruhig. Alles gut. Nö, gerade eben die erste Minute, die 1-Minuten-Kerze, da ist wieder die erste Minute der neuen 5-Minuten-Kerze. Mal sehen, ob das jetzt das Low wird und vielleicht the Plop. Also ich habe gerade die Position nochmal aufgestockt, meine. Ja, nee, macht hier auch Sinn. Ne? Ich mache jetzt nur keine mehr auf, weil ich nicht möchte, dass ich sie halt irgendwie jetzt um 10 Uhr halt hier nicht mehr zukriege, aber vom Prinzip her absolut. Ne? Jetzt hier ein bisschen doof, habe ich jetzt um genau einen Punkt hier unten abgeholt. Das ist natürlich ein bisschen mies, aber so what. Ne? Mal gucken, was Also. der Limit Pullback macht. Mal gucken. Ja. Und? Ah, nix. Ah, ich habe 2,5 Punkte eingestellt, aber ne, ist raus. Man hört es gar nicht. Warum höre ich keinen Plop bei mir? Kein Ding Ding. So, jetzt sind wir genau an der 891. Ne? Genau das wollte ich ja eigentlich eben noch mitnehmen. Und dann halt mal gucken, ob es da oben drüber kurz schießt oder halt eben nicht. Ne? Aber erstmal sieht das ja alles gut aus. So, wo sind jetzt die Bären, die mir am Anfang erklärt haben, was der DAX machen wird? Das auch noch teilweise ohne Konjunktiv. Alle ganz still geworden. Ne? Das halt. Ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber ich finde es halt nicht gut, wenn man irgendwie halt, also es geht nicht darum, was man hier schreibt in den Kommentaren, sondern halt, wenn man irgendwie sagt, ja, der macht jetzt das und das. Damit legt man sich selber viel zu sehr fest. Und wenn man da halt dann auch da dann halt das verfolgt mit zum Beispiel verbilligen oder so, das ist echt keine gute Idee, ne? Und gerade halt so mit EMA habe ich davon irgendwas gelesen im H4 bei 700 irgendwas. Gerade im H4. Der H4 hat noch Zeit bis um 12 Uhr. Klar kann er das machen. Heißt aber nicht, dass es jetzt irgendwie in der Bewegung macht. Und vor allen Dingen darf eins nie vergessen, jeder EMA läuft dem Kurs hinterher, nicht der Kurs dem EMA. Die Bären stocken bei 900 auf. Ja. Am Ende ist es ja so, jeder muss ja gucken, wie er sein Risiko wo handelt, ne? Also das ist Ja. ja eigentlich das A und O. Und am Ende ist es Was ich auch, wenn man meinte. jetzt, ja, Ja. vorhin waren wir ja beim Institutionellen gewesen, da nochmal ganz kurz, am Ende der Insti macht am Ende genau das, was alle auch machen, ja. Also das heißt, am Ende muss der gucken, dass der sein Risiko handelt. Und der Insti kommt jetzt auch unter Druck und stellt euch mal vor, der Markt schrubbt so da immer weiter nach oben und der Insti, der vielleicht heute früh kaufen wollte, hat die Order nicht ans Desk gegeben. Der steht jetzt total doof da. Und das kann dann auf einmal ganz böse werden. Ne? Also am Ende sind die auch nicht schlauer. Ja? Und die Struktur jetzt zeigt es ja eigentlich ganz gut. Also jetzt schön Pullback, also Pullback an das letzte Hoch. Wenn es jetzt direkt weiterläuft, dann merkt man richtig, wie die auch Schmerzen kriegen und sich ärgern, dass sie ihre Order verpasst haben. Plus wenn die dann erst noch nachspringen, dann beschleunigt sich das, wenn die halt nicht kommen, gut, dann kann es wieder rückabgewickelt werden. Das kennen wir ja von gestern. Ne? Also von daher. Ich meine übrigens nicht den Thorsten damit, ne, Lutz? Ich weiß, der Thorsten hat nämlich vorhin geschrieben, dass er bei 950 drin ist. Das heißt, der liegt ja auch gut genug vorne. Der war damit nicht gemeint, sondern hier kam. Ja, der hat ja genug Bären gesehen im Urlaub. Ja, genau. Nein, nein, nur um das klarzustellen. Nein, hier kamen vorhin so zwei, drei Kommentare rein, wo ich halt mal kurz irgendwie die Stirn runzeln musste und gedacht habe, da muss ich gleich mal irgendwie noch was dazu sagen. Und die waren damit gemeint. Also klar, wenn man natürlich jetzt hier irgendwie schon 80 Punkte vorne liegt, ich meine, es passt ja halt auch noch alles, ne? Also aber halt eben nicht da unten, wo wir gestartet sind, sondern hier oben. So, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Das heißt, ich weiß ja jetzt nicht, ob wir halt wirklich dieses Bild kriegen, dass wir da oben durchschießen und jetzt zum Beispiel halt, was für mich aber ein klares Long-Signal wäre, wenn wir jetzt hier bei 900 schließen oder über 900 schließen. Weil wir haben halt hier, ich bin ja ein großer Fan immer von Außenstäben, und wir haben halt hier
Ich mache mal keine Linie, ich mache es mal ein bisschen schicker. Der Heiko, der malt immer so schön. Ich kann das irgendwie. Jetzt hör Ah. auf. So, hier den Außenstab, die Geschichte hier, ne? So, und wenn wir zumindest mal halt hier an der Eröffnung von dem Außenstab, ne, also an der Stelle dann halt als Beispiel schließen würden, beziehungsweise da halt sogar drüber, da würde ich dann fast schon davon ausgehen, dass es das dann halt, das ziemlich ungemütlich werden könnte für die Bären. Und aber das macht ist ja noch nicht der Fall. Ne? Von daher ist hier oben natürlich Short wieder legitim, zumal ja halt die Richtung jetzt erstmal stimmt, klar. Aber es kann eben, und darüber reden wir ja hier, es kann eben drehen. Und die Chance ist nicht so klein. Vor allen Dingen, wenn man sich das hier unten mal anguckt, das war halt hier so das letzte wirklich markante Tief. Das wurde nicht unterschritten, sondern einfach nur hier kurz die Korrektur von dem ersten Anstieg. Die wurde so ein bisschen da nach unten gefischt. Und da kann das halt hier eigentlich ganz locker drehen. Und vor allen Dingen, wenn man dann halt mal sieht, wo er jetzt hier wieder reagiert hat, nämlich genau an der 891. Von daher passt das ja alles. Ne, hier sind wir. So. Und es darf halt eins nicht vergessen, wir sind im Sommerloch und irgendwie kommt da keiner mit großen Positionen um die Ecke. Ne? Und deswegen bin ich da halt eigentlich, und solange das so ist, bin ich da sehr vorsichtig irgendwie mit großen Reiseansagen. Ich wollte gestern auch nur auf die 12.980, irgendwie 60 oder irgendwas hat er geschafft. Mehr war dann halt auch nicht drin. Und das sind selbst dann irgendwie 50 Punkte halt manchmal schon zu viel. So, ne? Und deswegen, was ich eigentlich sagen will, ist, legt euch nicht zu sehr fest, schon gar nicht irgendwie mit großen Bewegungen, nicht in so einem Markt. Das funktioniert meistens nicht, außer man hat so viel Geduld wie der Thorsten. Dann ja. Aber da kann ich Ja. nicht mithalten mit so viel Geduld. Und der Heiko auch nicht, ne? Nee, um Gottes Willen. Also die Maxime in so einem Markt ist halt so tief wie möglich kaufen, so hoch wie möglich verkaufen. So was hoch und tief ist, das muss dann halt der Markt dann zeigen. Das ist, und ich habe jetzt auch im Sommer meine Ziele auch deutlich nach unten gesetzt. Also ich gucke, dass ich in der ersten Stunde mein Handelsziel erreiche und der Rest des, dann ziehen sich ja immer mehr Orders zurück und immer weniger und es wird immer zufälliger und jede kleinere Order kann einen dann wieder den Profit wegnehmen und deswegen, also bin ich da wirklich, gucke ich, dass ich in der ersten Stunde das durchbringe und dann ist Feierabend. Ja. Ja, absolut. Und nachmittags irgendwie genauso, ne? Bei der Ja, genau. US-Eröffnung nach der ersten Ja. Stunde meistens nur noch Blödsinn. Gestern S&P brutal, ne? Ich hätte gestern wieder, ich habe da eine Stunde in den S&P reingeguckt. Ja, du hast im Dow ja das Tief da erwischt. Also zumindest war da eine Linie da. Und ich dachte so, S&P, jetzt komm, der baut auf, gleich Allzeithoch, run, Ja. stop run. Und dann nichts. Ja, nach einer Stunde da reingucken, habe ich dann noch kurz nach 17 Uhr noch einen Short gehandelt, weil das zu langsam ging, alles nach oben. Und naja, das waren 4 Ticks. Das ist natürlich auch ein Witz. Ja. Ja, das ist halt echt übel. Ja, ich weiß, was du meinst. Im Dow waren es die 29.817. Genau. Und da habe ich auch gesagt, so jetzt komm, oben durch die Decke, ne, und einmal neues Tageshoch. Nö. Ist dann halt irgendwie, ich glaube, 80 Punkte hoch und dann ganz Tag Ja. wieder nach unten geschippelt und kam einfach überhaupt nichts mehr nach. Ja. Also das ist halt, da muss man echt aufpassen. Deswegen auch mit dem Grund, warum ich jetzt hier erstmal jetzt hier nichts mehr mache, weil halt einfach, es kann einfach sein, dass um 10 Uhr das Spiel wieder vorbei ist, ne? Also Ja, so genau. auch so eine Kerze, wie wir sie gerade hier beschrieben haben, das ist erstmal Wunschdenken, sie ist nicht da. Und wenn ich da von den letzten Tagen ausgehe, dann stehen wir gleich wieder bei der Eröffnung und dann kann man Weniger hier ist mehr. den Deckel zumachen. Bitte? Weniger ist mehr manchmal, ja. Ja, so ein Markt tatsächlich, ja. Gut. So. Also, das heißt, ich würde jetzt noch hier vielleicht noch ganz kurz, ne, also was jetzt meine. Was jetzt für Intraday angeht, ich glaube, das ist ja soweit alles beschrieben. Ich würde jetzt noch kurz hier den Tageschart nochmal angucken, weil da wurde ja halt auch irgendwie gesagt, dass da halt irgendwas gebrochen ist am Trend, um da halt auch mal kurz drauf einzugehen. Wie gesagt, ich sehe es nicht. Ne? Also ich meine generell ist ja auch mal die Frage, von wo aus guckt man. Ne? Aber was wir hier doch haben, das ist doch eigentlich relativ deutlich. Nämlich halt hier so ein paar. Also hier zum Beispiel das Tief an der Stelle, so beziehungsweise mal so rumgerechnet, dieser Hochpunkt, dann eine Korrektur, neues Hoch, hoppla,
neues Hoch, kein neues Tief. Und das heißt, das doch von der Struktur, ich mir das angucke, das ist doch eigentlich, also das ist für mich ein intakter Longtrend. Und auch wenn wir hier oben an die Grenzen stoßen, ich habe ja auch gesagt, da oben über 13.100 wird es halt eng generell, aber wenn man sich das anguckt, warum sollte das denn nicht einfach, kann ich hier Pfeile malen? Ja, müsste eigentlich gehen. Ups, ne, so nicht. Nein, der war nichts der Fall. Geh nochmal weg. Das dreht sich hier. Nein, jetzt muss ich nochmal irgendwie üben mit den Pfeilen. Generell, wenn ich das hinkriege, wäre doch die schlüssige. Oh, ich will doch keinen Pfeil. So, komm, das lassen wir mal. So, aber generell wäre doch halt die Bewegung eigentlich doch eher die, dass wir das halt so fortsetzen. Das ist mal ganz grob, ne? Ohne irgendwie das ganze Zwischengedönse. Aber eben, dass die ganze Geschichte halt so läuft. Ich habe ja auch die ganze Zeit schon gesagt, ich würde am liebsten oben über die 13.329 drüber. Für mich ist das ein schlüssiges Bild. So, und ich sehe da auch nichts, was irgendwie da halt kaputt sein sollte im Trend, ne? Also definitiv nicht, nur weil jetzt hier das unterschritten wurde. Ich sehe es nicht, ne? Also das ist. Ich würde überhaupt nein. Und deswegen bin ich da halt auch deswegen eigentlich eher ein Freund davon, dass wir noch eine Etage höher gehen. Und wie gesagt, hier einmal drüber und die Geschichte dann halt eben auch nach oben verlängern. Ja, das MT-ON-Add-on, das habe ich hier leider nicht drauf, zeigt auch Strong Long, ne? Ja. Ja, klar, HP kannst du gerne machen. Und guck mir das auch gerne an, wenn das irgendwie Sinn macht, das mit einzubeziehen, warum nicht, ne? Weil ich habe ja auch meine Trigger. Und okay. So, ne? Also jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Und ich behaupte auch jetzt mal, auch wenn wir jetzt nicht direkt am Stück da oben durchrauschen mit hier mit der Stundenkerze in den 3 Minuten. Trotzdem, da wird noch was nachkommen. Das wird nicht einfach so nochmal runterkippen. Nicht mit dem Ansatz hier unten. Ja, vielleicht laufen wir nochmal auf die Eröffnung, vielleicht laufen wir nochmal auf 862. Aber dass wir jetzt, wenn wir so schließen, auch nicht, auch wenn es nicht da oben drüber ist, aber wenn wir so schließen, wird der nicht, behaupte ich mal, mit mindestens 95% Wahrscheinlichkeit, wird der nicht um 11 Uhr da unten durchkippen. Wird nicht passieren. Ja, weil hier sind Käufer gewesen oder Short-Auflöser oder was auch immer. Ne? Und da hatte die große Marktteilnehmerschaft keine Lust mehr, den nach unten zu befördern. Alright. So, das heißt, ich wäre von meiner Seite eigentlich durch. Nelson? Ja, Oder ja. will der Heiko noch was sagen? Also egal. Aber ich glaube, so Von viel mehr meiner kann man dem nicht sagen. Seite, also ich gehe da vollkommen mit Dirk konform. Was ich halt interessant fand heute, meine Analyse einfach, dass der Inside Day von unten gekauft wurde. Das heißt, auf Tagesebene hatten wir ja, haben wir jetzt, notieren wir immer noch in einem Außenstab von letzter Woche Mittwoch, glaube ich, und das wurde bis jetzt immer wieder gekauft und unter der Maxime so günstig wie möglich kaufen war heute der Dip da auf der Unterseite das Kaufargument. Ja, institutioneller Seite hieß es heute früh, dass oberhalb von 12.800 Kernpositionen long aufzubauen sind. Wie gesagt, die Leute liegen auch nicht richtig, nicht immer richtig, aber bis jetzt, wenn sie da eine Kernposition halt aufbauen sollten, dann wäre das heute, würde das wahrscheinlich jetzt gerade laufen, sofern halt sie das halt überhaupt machen. Ne? Das ist ja immer nur auch ein Hinweis von der Seite, aber genauso oft geht es halt nicht auf. Aber trotzdem, der Schlusskurs heute wäre schon interessant, wenn wir irgendwie ganz grob die 12.000 850 verteidigen auf der Unterseite und dann diese Kernposition da vielleicht bauen könnten mit der Option nach oben raus und dann, wie gesagt, am Nachmittag übernehmen die Amis. Ja, und die Amis, die eiern ja im Dow und S&P, ihr seht es ja auch, seit 5 Tagen seitwärts und der Ausbruch wird kommen. Und die Rasur, wie ich das immer nenne, die Rasur ist auf alle Fälle auf der Seite derer, die nicht richtig liegen. Also, ja.
Die Rasur gibt es eigentlich oder lösen meistens die aus, die gestoppt werden. Das ist nun mal so. Und klar, auf einer Range kann es auf der einen oder auf der anderen Seite rausgehen. Und der Ausbruch wird meistens von denen gemacht, die ja dann halt verkehrt liegen und nicht von denen, die es. Die meisten versuchen mal den Markt halt hinzukriegen an die Stops, hoffen dann, dass die Stops aufgelöst werden, damit dann der Ausbruch aus einer Range halt gelingen kann. Und eine 5-Tages-Range auszubrechen, ich glaube, da wartet jeder drauf, um da mal mitzumachen. Ja, wieder schön die erste Minute der neuen 5-Minuten-Kerze, ne? Passt kein Ja. Low und direkt Ballermann. So. Übrigens, ach so, warum der Ballermann manchmal nicht kommt, ich habe es gestern erfahren, der Ballermann hat ja zu aufgrund von Corona. So. Ah, Ja, das gut, war ja das. Hier lernt man was jetzt dazu. aber Meine Schluss. Güte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke, dass ich hier kurz mit reinschauen durfte. Dirk, dir auch noch eine schöne Zeit und Nelson genauso. Alles Gute noch nachträglich zum Geburtstag übrigens. Na, danke. Genau, und dann bin ich jetzt raus und wünsche euch allen da draußen gute Trades, erfolgreiche Trades. Und ja, wir hören uns ja auch bald. Das kann ja der Nelson auch vielleicht im Abspann darauf hinweisen. Aber Ja, bye, sehr gut, bye. aber Dirk will ja bestimmt wieder vorher was sagen und dann habe ich das Schlusswort, oder? Ja, du hast auf jeden Fall das Schlusswort. Nee, ich wollte mich auch nur kurz beim Heiko noch bedanken. Und ja, das hat sich ja ganz gut ergänzt gerade. Das ist natürlich nett. Ne? Können wir öfters machen. Und waren ja heute wirklich irgendwie so alle möglichen. Der Thorsten war da, Heiko war da. Aber der Thorsten schwimmt schon wieder im See. Und oder was auch immer. Kann der Thorsten überhaupt schwimmen? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich kann mir den Thorsten irgendwie nicht beim Schwimmen vorstellen. Er wird es wahrscheinlich schon irgendwie können. Ich weiß nicht, was der Thorsten am See macht. Auf jeden Fall hat er ein schönes Leben. So wie ich das halt irgendwie vermute. Der reist nämlich nur die ganze Zeit in der Gegend rum. Hat ja auch irgendwie seinen der reisende Händler Blog am Start. Und jetzt geht es hier gerade schön hoch. Ja, herrlich, ne? Und nee, hat ja auch seinen reisender Händler Blog am Start. Immer wenn ich mir jetzt am Kopf kratze, muss ich an Thorsten denken. Das ist natürlich mies. Ja, macht das schon richtig. Alles. Gut, also an der Stelle herzlichen Dank, dass ihr da wart. An den Heiko, wie gesagt, natürlich an den Nelson und hier an FXLab fürs Veranstalten. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. So einige konnten, ja, habe ich ja gesehen, ne? Meins war viele sehr, sehr shortlastig. Und ich bin ja jetzt nicht gerade wenig drauf eingegangen. Und fürchte aber, die Shorties mussten zumachen und die halt hier mit bei im Long mit dabei waren, die sind halt entweder noch dabei oder haben halt dann auch ein paar Punkte mitgenommen, was mich natürlich dann auch sehr freut. Und mich freut natürlich jetzt auch, dass die Richtung hier stimmt, dass es halt aufgeht, wie beschrieben. Und vielleicht hat es ja dem einen oder anderen eben auch geholfen, hier ein bisschen was mitzunehmen oder halt eben auch dazu zu lernen, vor allen Dingen halt bei den Anfängern. Jetzt geht er hier durch die Decke, ne? So, ich sehe das ja hier am, natürlich, Mann, Mann, Mann. Gut, also euch allen noch einen schönen Tag, genießt die Sonne, wo es wahrscheinlich wieder warm und der Nelson hat das letzte Wort. Ja, Bis dann. vielen Dank. Erstmal auch ein Dank an Heiko für den Gastbeitrag heute und danke an Dirk für das Webinar heute. Wer bis dato noch nicht wusste, wie er heißt, der konnte auf sein T-Shirt lesen, wie der gute Mann, wie sein Name ist. Und ja, ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, hat Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal dabei sind. Der Heiko hat es vorhin auch angesprochen, ich glaube. Ich denke, eine kleine Werbung für Heiko darf ja erlaubt sein. Auf Wir jeden sehen Fall. uns tatsächlich dann im nächsten Monat wieder mit Heiko am 16. dann auch wieder Futures Live Trading und Theorie. Da freue ich mich auch schon sehr. Linke zu seinem Webinar-Aufzeichnung habe ich ja in den Chat kopiert. Bis dahin wünsche ich einen erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.